oder Unglück entscheiden. Du? Wen? Du kennst sie? Das ist Miriam. Miriam Müller. Wann haben wir uns denn zuletzt gesehen? War das nicht auf dem Klassentreffen vor 11 Jahren? Moment mal, sie war an dem Wochenende dabei, als Chris verschwunden ist? Ja. Was machst du hier? Ich will zu meinem Sohn Konrad. Ich weiß, dass er hier ist. Der Volleyballtrainer ist dein Sohn? Konrad ist unser Sohn, ja. Und ich denke, dass wir den Rest besser drin besprechen. Konrad? Konrad! Was macht ihr denn hier? Wir sind dir und Ole gefolgt. Und wir haben diese Fotos gefunden. Ihr wart in meinem Zimmer? Ja. Wir haben nach Antworten gesucht. Das habe ich auch. Seit 2 Monaten. Da ist Ole zu meinem Training gekommen. Ich dachte sofort, so wäre Chris heute. Und dann habe ich noch diese komische Narbe an seiner rechten Schulter gesehen. Genau wie Chris? Genau wie Chris, als er damals aus dem Baumhaus gefallen ist. Und dann habe ich sein Bild morphen lassen. Aber ich war mir immer noch nicht richtig sicher. Ja, aber warum hast du denn nichts gesagt? Ich wollte euch keine falschen Hoffnungen machen. Am Ende stimmt es dann doch nicht und dann wird er wieder wahnsinnig enttäuscht gewesen. Aber es stimmt, ich habe den Beweis. Ja, ich möchte eine Entführung melden. Kommen Sie bitte zur Elisabethstraße 72A. Wo ist Chris jetzt? Der ist oben in seinem Zimmer. Der versucht in einem Game gerade meinen Highscore zu knacken. Warum? Warum haben Sie das getan? Wie können Sie uns unseren Sohn wegnehmen? Sie. Bärbel hat doch immer alles gehabt. Was? Immer alles hast du gehabt in der Schule. Du warst beliebt, du warst schön, du hast die tollen Haare. Und ich? Dich hat doch keiner beachtet. Und dann bei diesem Klassentreffen, da kamst du rein. Die Schulkönigin mit den 2 süßen Kindern. Und ich saß da wieder voll Depp. Nach 3 Fehlgeburten. Und ohne irgendeine Chance, noch einmal ein Kind bekommen zu können. Da habe ich mir den Kleinen eben geschnappt und nach Hause genommen. Du bist wirklich das Allerletzte. Das Allerletzte. Geschafft, Konrad. 100 Punkte mehr als du. Neuer Highscore. Was ist hier denn los? Sind Sie wegen Konrad da? Oh, ne. Ohne, das wird jetzt bestimmt nicht ganz leicht für dich, aber wir müssen dir mal an der Ruhe etwas erzählen. Tief im Innern wusste ich immer, dass Chris noch lebt. Es wird jetzt bestimmt ein Schock für ihn, wenn er erfährt, dass wir seine leiblichen Eltern sind und die Frau, die er als Mutter kennt, eine Entführerin ist. Aber wir werden uns Hilfe holen und alles in Ruhe angehen. Stimmt's? Bärbel und Jens genießen jeden Tag von Neuem die Rückkehr ihres verlorenen Sohnes. Unter psychologischer Betreuung findet Chris langsam wieder zu seiner Familie. Der 14-Jährige ist glücklich, endlich wieder einen großen Bruder zu haben. Miriam Müller und ihr Mann wurden wegen Entziehung Minderjähriger zu einer Haftstrafe von 5 Jahren ohne Bewährung verurteilt.